Der Intake Officer ist dafür zuständig, dass die Befunde von den Patienten da sind. Wir sind eben halt die ersten Kontaktpersonen, die die Patienten haben. Und dann eruieren wir eben, welche Befunde schon vorhanden sind und wie die am besten und schnellsten zu uns gelangen. Meistens ist es aber so, dass die Patienten schon vorher in diversesten Krankenhäusern waren und natürlich schon auch bis zu einem gewissen Grad aufgeregt sind und nicht wissen, was sie erwartet. Da bemühen wir uns natürlich sehr, dass wir empathisch bleiben und dass wir den Patienten wirklich alles ganz genau erklären und auf alle Fragen eingehen. Dass wir den Patienten ein bisschen Lächeln mitgeben, dass sie spüren, dass sie hier gut betreut werden. Und das ist eine wichtige Aufgabe für uns, weil wir repräsentieren jede Kollege im Haus. Am Anfang ist eher noch die Anspannung merkbar, natürlich, wenn man noch nicht weiß, wie das Ganze abläuft und so. Und mit Laufe der Wochen merkt man dann eigentlich, dass die Patienten dann zunehmend entspannter werden auch und dann eben schon die ganzen Gesichter hier kennen und dann fühlen sie sich auch gut aufgehoben. Was ich am MedAustron schätze, dass wir hier den Patienten auch Hoffnungen geben und die Möglichkeit, ihre Lebensqualität noch zu verbessern. Und das freut mich, dass ich an diesem Team dabei bin. Die meisten sagen auch eben, dass es hier schon ein bisschen anders ist wie in einem normalen Krankenhaus, weil es natürlich kleiner ist und somit auch familiärer.